Herzlich willkommen im wunderschönen mittelalterlichen Bad Langensalza. Im Herzen nicht nur von Thüringen, sondern von ganz Deutschland. In Bad Langensalza befindet sich das Haus der Spuren. Spuren ist ein gemeinnütziger Verein, der in seinen Projekten Sozialgeschichte erforscht, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen und sie zum Nachdenken, auch über die Gegenwart von heute, anzuregen. Spuren wird unter anderem von der Universität Erfurt unterstützt. Hier befindet sich die Kulturförderung der Stadt Erfurt. Von der Stiftung Ettersberg, von der Andreas-Gordon-Schule Erfurt und von einigen Sparkassen und anderen Förderern wie dem Westthüringer Stiftungspreis. Wir alle teilen die gleiche vielfältige, reichhaltige Welt. Allerdings ist eine Welt, die derzeit unter Stress steht. Wir suchen also nach Hinweisen, die uns zeigen, wie wir in Zukunft besser zusammenleben können. Derzeit suchen wir Partner für unser Projekt 9 Monate, 3 Systeme, Millionen Schicksale. Eine Sozialgeschichte Thüringens, Januar bis September 1945. Wenn wir jenes entscheidende Jahr erforschen, suchen wir nach Hinweisen darauf, wie wir bis heute tief und unauslöschlich von den dramatischen Ereignissen der damaligen Zeit beeinflusst sind. Mit den Erfahrungen der Thüringer, stellvertretend für die vieler Deutscher, suchen wir Partner in bis zu 60 weiteren Gemeinden unseres Bundeslandes, die mit uns zusammen ebenfalls die verblassenden Erinnerungen am Ende des Zweiten Weltkrieges aufarbeiten, bewahren und somit auch besser verstehen wollen. Lokale Partner in der ganzen Region können helfen, unser Gesamtprojekt dadurch zu vervollständigen, dass sie Tagebücher, Briefe, Zeitungsartikel, Plakate und andere mögliche Ausstellungsgegenstände in ihrer Gemeinde ausfindig machen und zur Verfügung stellen. Wir werden im Laufe dieses Jahres auch in Ihre Stadt oder Ihre Gemeinde kommen, um die Ergebnisse des Engagements der örtlichen Partner entgegenzunehmen. Dafür werden wir mit einem History-Mobil zu Ihnen kommen, einem umgerüsteten DHL-Lieferwagen, dessen Außenflächen als Ausstellungswände genutzt werden und in dessen Innenraum ein Tonstudio dafür bereitsteht, spontane Interviews mit überlebenden Zeitzeugen oder deren Nachkommen aufnehmen können, sowie über eine hochkarätige Technik, mit der wir alle Dokumente kopieren können, die Ausstellungsbesucher uns mitbringen. Etwa ein Jahr nach unserem Besuch werden wir Ihre Gemeinde erneut besuchen, um in einer Ausstellung, vielleicht in einer Schule, einer Kirche, einem Seniorenzentrum, einer Bibliothek oder einem Museum zu zeigen, was wir bei der ersten Tour gesammelt haben. Am Ende werden wir eine reich bebilderte Sammlung haben, die einen gründlichen Einblick in die drei Systemphasen ermöglicht, die im Jahr 1945 einander in rascher Folge abgelöst haben. Darüber hinaus wird es eine Chronik geben, die zeigt, wie die Nachkriegswelt von diesen Ereignissen nachhaltig beeinflusst worden ist. Die Arbeitsergebnisse der lokalen Gruppen werden nicht nur in gedruckter Form veröffentlicht werden, sondern auch online im Internet, damit nicht nur sie selbst, sondern die ganze Welt die Möglichkeit hat, diese Arbeitsergebnisse zur Kenntnis zu nehmen. So, wir sind interessiert und aktiv, nicht nur intergenerational, multigenerational, sondern auch multikulturell. Und das ist sehr wichtig, weil was hier geschah von Januar bis September 1945, hat nicht nur Deutsche beeinflusst, sondern auch die Geschichte der USA. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die USA wirklich ein Supermarkt. Es hat auch natürlich die Schicksal von den Russen beeinflusst. Die DDR hat eine Sonderrolle im Ostblock gespielt, im Vergleich mit anderen nicht-russischen Ländern. So, wir fragen uns immer wieder, was ist passiert unter Nazismus, unter Amerikanismus, unter Sowjetismus, wenn man so will, und wie hat das eine Rolle gespielt bis heute? Was waren die Einflüsse? Wieso ist Thüringen heute das Land, was wir haben? Was sind die Erben? Was bleibt noch von den Fragen vom Kriegsende? Wir gehen auf eine Familie, an eine Gemeindeebene. Was lief hier ab auf dem Land, in den Dörfern, auch nicht nur in Erfurt, Jena, Weimar, Eisenach? Wir sind wirklich interessiert für die Schicksale von den sogenannten Kleinmenschen der Geschichte, nicht nur die großen Machthaber. Wenn Sie mehr über unser Projekt erfahren möchten, siehe www.traces.org. Möglichkeiten, sich diesem spannenden, innovativen, basisorientierten Projekt anzuschließen,
Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf. Wir würden uns freuen, Sie in unserem wachsenden Kreis von Partnern begrüßen zu dürfen. Dankeschön.